Ja, es geht mir gar nicht um diesen Spasti. Ja, das Die sind Frage. Spasti. Ja, das sind Spasti, sind. Ja, Das sind aber Idioten. was, aber ich finde viel, der Typ ist mir da scheißegal. Ich finde es viel spannender, was mit Ravi, Julia und Werner los ist. Das Das tut habe mich ich Raven, nicht. das habe ich Raven auch gesagt, Andi. Das habe ich Ravy Baby auch gesagt. Ich sage, Alter, ey, warum lässt du solche Pavian? Der kommt bei mir in meine Wohnung rein und der kommt nie wieder raus, Alter. Ja, also das finde ich spannend. Und lässt sich einwickeln und lässt sich ein. Und Andi, du bist auch nah dran, Alter. Du lässt dich auch einwickeln, vielleicht von Ja, solchen von Hosen. mir aus. Auf jeden Fall hat Andi, Kraft. lass dich bloß nicht einwickeln von diesen Arschlöchern, Alter, bitte. Ja, mir scheißegal, was du da denkst. Also, auf jeden Fall war Pablo Da, heute am Start. ich meine Ente jetzt. Pablo Die hat sich Ente weiß ganz genau, was ich meine. heute selber geleakt. Also, und die Frage ist weiterhin, Shelby, ist mir egal, was du da irgendwie denkst. Ravi, Julia, Werder. Was stimmt mit euch nicht? Also, Werder nur zu verkaufen, es geht um Bausubstanzen. Ich muss ja fast glauben, es geht um Kapitalverbrechen. Na, ey, Ente, ich glaube, du bist ein. Ente, Ente, soll ich mal, Anni, soll ich mal was sagen? Ich glaube, du bist ein bisschen eifersüchtig auch. Das Auf wen? Gefühl Auf habe ich was? vorhin mal gehabt, Auf wegen wen? Julia, wegen Julia. Dass Julia so scheiße drauf ist, doch, Ente. Was? Nein, Ente, Anni, ich glaube schon, Ja, dass du ein okay. bisschen eifersüchtig Ja, bist. glaub, was du willst. Ich bin eifersüchtig wie Julia. Ja, Warum? doch, doch, Warum? das Gefühl habe ich ein bisschen. So, Ja, dann begründe. Ja, dann begründe mal bitte. Okay. Dann begründe mal bitte. Ja, weil ich das aus dir raushöre. Ja, begründe das mal bitte. Ja, raushören reicht mir nicht. Ja, Warum jetzt? weil sie dich verletzt hat. Ach so, weil ich andauernd hier rumheule, Herr Ich Ost. weiß nicht, was Dass passiert. ich Ich so weiß nicht, liebeskrank bin oder was? Wie Anni, bitte? ich, Ente, ich weiß nicht, Anni, ich weiß nicht die Einzelheiten, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass du ein bisschen verletzt bist, Ja, ey, sorry. Also dass Dolo sie jetzt. Ja, doch, doch, das reicht mir nicht. Du hast ein Gefühl, dass es so ist. Also, Ja, hey, das ist ein Gefühl. Ja, das ist ein Gefühl. Ja, das ist ein Gefühl. ja, also ich bin aber einfach sicher, auf was auf eine alleinerziehende HO-Dorf durchfickende Nutte oder was. Ja, Ja, das weiß ich nicht. Doch, du hast dich immer gut ich verstanden habe mit wenig Dolo. Grund. Woran machst du das fest, dass ich auf irgendwas eifersüchtig Ja, bin? weiß ich nicht. Das ist immer, das habe ich Ich im habe Gefühl. gerade gesagt, Anni. dass ja, Anni, das habe ich im Gefühl. Das habe ich nur im Gefühl, Alter. sorry, das reicht mir nicht aus. Du musst schon begründen, was du da laberst. Ja, irgendwie hast du, ja, Werner, weil sie nicht mal mit dir so Werner, redet und so. Ja, hallo. nein, doch. Doch, Hallo. Ich Anni, muss mich ich will dir rausschmeißen. nicht zu nah. Hallo. Will Du ich dich trittst triggern? Ich überhaupt will nicht dich nicht. zu nah. Ja. Du trittst mich null zu nah, weil ich das als persönliche Beleidigung empfinde, wenn du mir sagst, ich bin eifersüchtig darauf, wenn. So eine Fotze, die ich verachte, wo Ravi und Werner schon verbrannt sind. Es gab Was Zeiten, Alter, da hast du dich mit Dolo soll denn richtig toll unterhalten, Alter. Alter, Stundenlang. ich würde niemals, Stundenlang hast du dich mit Dolo hallo, ich würde unterhalten, Alter. niemals so eine Hure anfassen, Alter. Was Ja, willst du denn? nein. Ach, jetzt ist sie eine Hure oder was? Da, Ja, was willst du mir denn Anni, erzählen? Du musst du hast begründen. dich stundenlang mit ihr toll unterhalten, Alter. Und jetzt ist Ja, sie eine Hure? ich habe mit Tina auch stundenlang schon gemacht. Aber ich möchte Tina jetzt nicht mit Julia vergleichen, weil Tina ist Es cool. geht nicht um die Weiber, es geht nicht um die Weiber grundsätzlich. Ja, Es geht hey, jetzt nur Shane, um Dolo. das schon Also begründet. wie ein Kumpel, Alter. Ich sehe manche Frauen Oh auch Gott. nur als Kumpel, Hey, Alter. hey. Was stimmt denn mit euch eigentlich? Ich stelle dir eine einfache Frage, Happy. An welchen Verhaltensweisen von mir machst du es fest, dass ich eine eifersüchtige Ente bin? Ja, von vorhin. Ja, doch. Weil diese Supertrollen mit Cap 5 rumspastet. Woran machst du das Ja, fest? irgendwie habe ich das so im Urin. Irgendwie Ja, habe ich toll. das so im Gefühl. Das ist großartig, Shapey. Das reicht mir vollkommen aus als Das kann Begründung. ich, nein, ey, Andi, ich kann es dir nicht erklären, aber Also, ich sage es dir nur. Das habe ich du im kannst es nicht Gefühl. erklären, weil es auch totaler. Natürlich bist du ein bisschen Du eifersüchtig. Doch, machst ein bisschen beleidigt. Dolores hat dich enttäuscht. Dolores hat dich Hä? enttäuscht, Hat sie wie nicht. andere Leute auch. Ja. Nein, hat sie nicht. Raven hat mich enttäuscht. Und Werner hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Julia hat mich enttäuscht. Das stimmt nicht. Das ist Quatsch. Nein, Dolores hatte ich auch Das ist. enttäuscht. Nein, das stimmt nicht. Sorry, ich muss dich leider enttäuschen. Ey, Shapey, wenn es so wäre, würde ich es dir sagen. Hast du kein Gefühl zu Dolores gehabt, so die letzten
Monate, das letzte halbe Jahr, also wenn ich euch miteinander reden gehabt, gehört, zugehört habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ihr euch gut versteht. Also. Ja, aber es war natürlich noch nicht mal im Ansatz so intim, wie das mit Tina war, wenn ich hier Show gemacht habe. Nein, nichts mit Wir reden über Dolores, Alter. Ja, aber sie ist doch nicht im Ansatz so intelligent wie Tina. Weil Tina ist ein kluges Köpfchen. Also, ich weiß gar nicht, was du meinst, tatsächlich. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, was ich meine, dass du dich, ich hatte das Gefühl, dass du dich mit Dolores ganz toll verstanden hast. Und jetzt ist alles scheiße, oder? Bitte? Bei Tina, also, ey, Schäppi, ich bin da ehrlich. Du weißt, dass ich so offen über die rede, was da bei mir abging. Und was mit Tina meine Gefühle anging, habe ich auch alles offen beredet. So, und ich weiß jetzt gerade ehrlich nicht gesagt, was du meinst. Und du kannst es mir auch gar nicht begründen. So, Es geht nicht um Sexualität, Alter. Also es geht darum, dass wir hier ein bisschen rumgeführt haben manchmal in den Shows. So, nein, es geht um Freundschaft, Alter, um die Rumrederei und so. Und die Zeit ist jetzt vorbei anscheinend bei euch beiden, bei Dolo und bei dir. Es gab keine Zeit. Welche Zeit meinst du denn? Doch, ihr habt euch eine ganze Zeit lang gut, toll verstanden, Alter. Welche Zeit meinst du denn? Nee, du musst es mir jetzt. Also das letzte halbe Jahr habt ihr euch gut verstanden. Ihr habt euch das letzte halbe Jahr richtig gut verstanden, Alter. Wollen, du und du. Wir können gerne. Klar. Ich kann dir alles. Klar. Ich komme jetzt aber auf deine Laber gar nicht klar. Weil es ist nicht so, wie du deinen Kopf hast und deinen Urin hast. Wir können gerne über Tina reden, wir können gerne über Dini reden und von mir zu über zig andere Beziehungen, die ich hatte. Aber nicht über Dolo oder was? Du bist gerade im Leerlauf, Junge. Da ist nichts. Nein, ich rede um Grundsätzliche. Wir können ja auch nicht. Es muss ja nicht so Dolo sein. Es kann ja auch andere Leute sein, wie Werner auch. Hallo. Hör mal zu. Denkst du, ich bin eifersüchtig? Du musst es mal konkretisieren. Muss ich das jetzt für dich machen? Doch, du bist ein bisschen eifersüchtig. Auf Raven, weil sie bei Raven war, bin ich eifersüchtig. Oder was? Hä? Meinst du das? Oder was meinst du? Na, du bist. Ja, weil sie bei Joe war, bin ich eifersüchtig. Oder was meinst du? Weil sie der Wanderpokal, war nicht damals Tina der Wanderpokal? Also, das hat. Es geht doch nicht um die Fickerei, Alter. Ich habe mich jetzt echt persönlich angegriffen, dass du mir andichten willst, dass ich irgendwie auf die da irgendwie Gefühle habe. Ich habe ein reales Leben und ich kenne auch reale Frauen. Ja, aber so habe ich das aufgefasst, dass du Dolo gegenüber sehr, sehr, sehr nett bist und auf jeden Fall. Ja, ich schreibe das gar nicht ab. Das weiß jeder. Ey, du warst sehr offen, Dolo. Hey, das streite ich doch. Laber nicht. Das streite ich doch nicht ab, dass wir cool miteinander waren. Aber du willst mir hier gerade irgendwelche Gefühle andichten. Wenn man cool miteinander ist, hat man ja auch Gefühle miteinander, oder nicht? Ich hatte für Tina Gefühle. Für Tina hatte ich echte Gefühle. Wir wollen nicht über Tina reden. Wir reden über jemand anders. Ja, ich möchte über jemanden reden, wo ich echt Gefühle hatte. Und das war Tina. Das war garantiert. Nein, es geht um die NWO-Geschichte, also um diese Leute, wir reden nicht über Tina. Wir reden über was ganz anderes. Nein, Andi, wir reden über was ganz Nächstes. Nein, wir reden auch nicht über Beziehungen, Alter. Wir reden über NWO-Wichser, Alter. Darüber reden wir. Und mit solchen Leuten hast du zu tun, Alter. Du hast heute eine geile Ansage gemacht, Andi, Alter. Da mache ich ein riesen Video von normalerweise. Das hast du voll geil gesagt. Andi, du hast das voll geil ausgezogen. Ja, es ist mir scheißegal, was du jetzt gerade laberst. Ich war in Dini hammer hardcore verliebt.
Ja. Ich war auch in Teenyhammer Hardcore. In Teenyhammer Hardcore verklatscht. Ja. So. Und alle anderen, die oder aktuell oder wie auch immer, die kennt ihr nicht. Und das ist auch gut so. So. Aber wenn du mir hier unterstellst, dass ich für irgendjemand, egal ob Mann oder Frau oder wie auch immer, das lasse ich jetzt mir hier nicht ankreiden. So. Ich weiß, für wen ich Gefühle habe. Und wenn es so wäre, Shapy, würde ich ja sagen, dass ich da romantische Verklärte oder wie auch immer. Aber es ist nicht so. So, kannst du dir deinen Urin dir rausgucken, was du möchtest? Nein, das Gefühl hatte ich so. Ja, ist mir egal, was du fühlst. So. Also ich glaube, man merkt Dass mehr. du auf Dolo stehst, dass du auf Dolores stehst, das Gefühl habe ich. Du wirst aber in den kurzen Talks, die ich mit dir habe, mehr romantische Verklärtheit finden zwischen mir und Tina, zwischen mir und Dolores. Also, was? Werd konkret, erzähl, mach es an einem Beispiel fest, wo du das irgendwie. Ich hab doch nur gesagt, ey, Andi, Ja. ich habe doch nur gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass du Ja, auf Dolores stehst. das reicht mir nicht, weil ich hatte Bleib dieses doch Gefühl. Ich mal hatte locker. dieses Gefühl nie. Darum musst du es mir erklären, wenn du dieses Gefühl hast. Ich hatte es nicht. Ich hatte es mit Tina, ich hatte es bei Dini und bei zig anderen Frauen. Aber nicht bei ihr. Und wenn du der Meinung bist, dass es so ist, musst du es mir erklären. Erklär's mir. Lass mir doch jetzt von dir nicht irgendwelche Gefühle, die ich habe, an Ja, dich dann nicht. ist doch gut. Ja, dann ist doch gut. Ja, dann musst du Wenn du mir nichts also du diktieren lässt, ja, dann ist doch gut. Wenn du dir nichts diktieren lässt, ja, ist es was? doch gut. Du hast natürlich mal ein Beispiel, wo du es festmachen kannst. Haben wir schon Ja, mal. ich habe dir das gesagt vorhin. Ich habe dir das vorhin gesagt. Wie kannst du Und nicht mal. ich liege wohl falsch. Ja, Ich habe ist doch im gut. Urin, dass du ein Massenmörder bist. Toll. Ich habe im Urin, dass Daniel eine Arschplantage hat. Ich habe Urin dies, ich habe Urin das. Ey, es ist fast eine Beleidigung, dass du mir unterstellen willst, dass ich für diese fette Schlampe Gefühle habe. Für Ach, mich fast stell dich beleidigt. nicht so an, Alter. Nee, der Nee, Schlampe. aber Shape, das hört sich wirklich wie Kindergartengehabe an. Ja, nee, Du bist das und nee, ihr das, macht gerade also Kindergarten. Fanny. Ihr macht Nee, gerade nee. Kindergarten. Ja, aber du mutmaßt den Andi eine Verbindung zu haben oder eine Beziehung oder eine Verliebtheit, Ach, die gar nicht Quatsch. da ist. Ich Ja, das stell dir triggert mich einen gut. getrunken. Also, Nee, ich habe einen getrunken. Bleib doch mal locker. Also, Shelby, ich dachte, du bleib kennst doch mal locker. und du weißt, dass ich hier wahrscheinlich viel zu viel und viel zu offen über meine Gefühle rede. So, und Ja, das damit ist schlecht, ne? Shelby, du weißt auch noch, ich weiß auch noch, dass du gesagt hast, Alter Andi, der Streit mit Dini online, du warst Ja, ultra. das weiß ich noch. Ja, das weiß ich noch. Wenn du das jetzt als Beispiel nehmen würdest, Ja, das ist eine ganz andere Geschichte gewesen, Alter, mit deiner Dini, Alter. aber diese Frau habe ich geliebt. Hab sie Ja, das geliebt. ist aber eine ganz andere Geschichte, deswegen halte ich mich da Ja, raus, Alter. ja, da musst du mir schon, also wenn du mir schon unterstellst, dass ich wie so eine HO auf Ultranutte irgendwelche Gefühle habe, ja, Ich bin keine musst du Ultranutte. es begründen, ja. Muss ich jetzt begründen, ein Beispiel. Welcher HO, was hat dich da irgendwie dazu gefühlt, dass du denkst so, oh, da ist was eine romantische Verkettung oder sowas. Ansonsten, im Urin, also. Spielst du immer noch dein Online-LKW-Spiel? Ja, ich muss das mal leiser machen, ne? Ja, das Heide. hört man. Das Piepen und so. Wann dein LKW Ja, bei Shape redet immer, dass er LKW fährt, also online-mäßig simuliert. ja, danke, Daniel. Du hast eben die Worte gesagt, die ich nicht gefunden habe. Also, jemanden Ja. Gefühle zu unterstellen, die nicht da sind, das ist total behindert. Ich verstehe das gar nicht gerade. So, Also hä? das hörte sich so an wie im Kindergarten, was man sagt, ist man selber. Du bist das und das, aber man ist es dann selber. Das ist H-H-O-Dorf, Gequakel. Da unterstellt man einem das, was man eventuell selber sein kann. Und dann muss man sich entschuldigen, warum man so ist, was einem vorgeworfen wird. Da muss man sich irgendwie herausreden. Ja, Kennst ja den Spruch. Daniel, zu dem ich weiß nicht, wie lange du schon HO-Dorf bist, aber wenn ich echt einen Makel habe oder eine geistige Behinderung, ist es das, dass ich
über Gefühle tatsächlich sehr offen rede. So, und Also direkt das. das war in dem Fall niemals der Fall. Darum wusste ich gar nicht, was Shakespeare meint. So, überhaupt nicht. Das würde ich, also wenn es so wäre, Shapy, wo bist du überhaupt? Wenn es so wäre, würde ich das gar nicht verheimlichen, dann würde ich das verstehen. Dass ich gesagt habe, oh, boah, ich bin da hardcore in diesem Brot verknallt, oder, da hätte ich doch gar kein Problem mit. Aber wenn du es im Urin hattest, okay, über Urin, nee, gut, du willst nicht auf den Koffer kommen, egal. Alles gut, Shapy, ja. Alles cool. So. Aber, ey, komm, Schäbi, du musst, wenn du mit so einer, also für mich ist das schon was Wichtiges. Also, wenn du mir ernsthafte romantische Gefühle unterstellst, dann bitte ich um Beispiele und Begründungen, woran du das festmachst. Also ein Wenn die Antwort ist, ich habe es im Urin, dann reicht mir das leider nicht aus. Vorwurf mit Grundlage. Ja, das ist Damit du eben. darauf. Ich habe gar kein Problem damit, zu sowas zu stehen, aber ich könnte jetzt Shapey gar nicht verstehen, woran er das festmacht. Er hätte mich jetzt interessiert. Ja, oh, da war der eine HO, da habt ihr, boah, ihr habt fast miteinander gefickt, ey, so, ey. So, das hatte ich ja, mit so viel HO-Dorf-Trümmerlocken wirklich, da ging das wirklich ab in der HO. Online, ey, wo einige dachten, ey, was geht denn bei euch ab? Da würde ich es ja verstehen, aber sowas ist nicht passiert. Also, daher. Chef, bei dir im Haus und Zimmer sind keine Frösche, die können dich rufen. Weil er geschrieben hat. Frösche rufen. Hei, 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 hei. Jetzt ist Feierabend. Ach, leeres Rausch, was ist denn so ekelhaft? Also, Hashtag, es sind nicht alle Trümmerlocken. Ja, aber Julia ist auf jeden Fall eine Trümmerlocke. Sorry. Und ich will Shapey auch recht geben, wir waren eine Zeit lang cool miteinander. Aber ich weiß nicht, woran Shapey festmacht, dass es da irgendwie so eine romantische Verklärung da war, das für mich nicht mehr interessiert. Das gab es auf jeden Fall mit Tina. Das gab es auch mit einer anderen Tina hier. Das gab es mit Dini. Das war sogar romantischer mit ATH, mit Anja. War das romantischer? Den HO könnt ihr übrigens noch hören bei mir, ne? Das ist das erste Video hier bei mir. Mein erster Talk mit Anja. Ich habe mehr Gefühle für ATH für Anja. Romantische Gefühle. Ich mag die immer noch irgendwie. Also, das würde ich verstehen. Aber, hä? So ein Schäbi. Das ist ein bisschen schräg, ey. Lass Lust, halt doch mal Lustmord hier raus, ey. Echt. Lass doch Lusti in Ruhe. Lass Lusti in Ruhe. Aber das war voll lustig. Ja, Mit Lusti. ATH. Ja, also. Da hast du ja den Adam so oft dreist gekickt. Da habe ich gedacht, Junge, du bist ja ganz schön dreist. Ach, hast du das gehört mit ATH? Ja, das habe ich ja, das war das, glaube ich, fast erste Video. Und da, deine Videos gucke ich ja schon gerne. Und da habe ich gesehen, wie dreist du sein kannst. Ne? Du sagst, oh, jetzt muss mal Ruhe sein. Bam, haust du Adam raus, Aber, redest einfach weiter. Daniel, das hat eventuell das Video mit Anja, das macht, glaube ich, echt einen falschen Eindruck, weil das war eine Zeit, da hat Adam mich nur verarscht. Ach So, so. ich dachte wirklich, wo Adam reinkam mit Anja und er sagte, oh, die kennt sich nicht aus, dass die beiden mich veräppeln wollen. Also, und da habe ich gedacht, so, okay, dann nehme ich die Frau mal, in die Zange, und zwar ohne Adam. Und da hat sich rausgestellt, dass ich Adam Unrecht getan habe. Aber das kommt davon, wenn Adam immer nur Scheiße labert, dann irgendwann, auch wenn er die Wahrheit sagt, dann nimmt man das gar nicht mehr wahr. Dann dauert das herum. Aber ich fand das Gespräch hammer schön mit Anja. Das war gut, dass Adam raus war. Das war. Ja, sie ist auf jeden Fall nicht abgehauen. Also, da waren ja echt cool, fand ich. Ja. Aber ich war so breit, ey, das stimmt nicht. Da war ich echt frech.
Ich habe auch noch gefragt, wo sie ist und ob sie nicht vorbeikommen kann. Und ob ich eine Runde. Ja, genau. Diese Dreistigkeit und Volldirektheit. Ja, aber das war echt, weil ich dachte, die will mich veräppeln. Das ist eine Trolle, habe ich gedacht. Aha. Aber das war, also, das habe ich aber erst später geschickt. Das ist ja nicht so wahr. Also, Anja, nochmal Entschuldigung. Ich dachte echt am Anfang. Hey, Anja, komm doch mal wieder hier rein. Also wie gesagt, also da habe ich eher romantische Gefühle für Anja als für Dolo. Also, Shapey, trigger mich doch nicht mit so einem Scheiß. Also, bitte, dann komm wenigstens mit der Braut um die Ecke, die es wert ist. Shapey, komm doch nochmal rein. Ja, der ist auch mal weg. Unfassbar. Ja, wirklich, unglaublich, was er da macht. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja. So, ich hole mir noch einen Drink. Aber ich hole, also was auch hier mal rein möchte, ich hole mir eben noch einen Drink. Und ich muss auch mal, obwohl, ey, das habe ich noch nie gesagt. Ich habe es noch nie gesagt im Hauendorf. Aber ich sage es zum ersten Mal. Ich muss auf die Toilette. Ey. Ich sage es zum ersten Mal. Ey. Zack. Bin gleich wieder. Jetzt ist Feierabend. Ach, Hundewelpen gibt es genug in Europa. Als Beispiel Spanien. Auch wenn man dann Nordafrika sieht, da sind auch viele Straßenhunde. Nee, er geht nicht kotzen. Er ist kurz austreten. Dass hier weitergeht, könnt ihr mal die McFly auch fragen. Boah, was sieht das hier los? Haben wir Hardcore Forum Session. Achso, Shapey ist wieder da. Zack. Ja, wunderbar. Shapey ist wieder da. Na? Der Joe ist wie so ein Hund, der einen dauernd so ans Bein rammelt. Also echt sehr viel. Hallo. Hallo, Daniel. Grüß dich, Daniel. Den Rest habe ich ja schon begrüßt heute Abend. Aber ich hey, Ente, ich habe den kleinen Joe hochgeladen mit deinen Kommentaren. Der kleine Joe. Ja. Ja, mit deinen Kommentaren. Ja, ich mag dich ja auch, Joe. Ja, wer mag mich denn nicht? Du hast mich so oft inspiriert. Also, das muss ich ja ehrlich zugeben. Du hast mich echt so inspiriert. Ja. Für Videos. Da kommt auch so Sachen wie, wer ist mein Toyboy? Wer kommt auf sowas? Das Psychologie-Alter, wer ist mein Toyboy? Das soll ich nicht einfach so. Hey, hört mal. Ich muss euch mal was zeigen. Jetzt bitte beim Thema bleiben. Shapey, du hast mich gerade konfrontiert, dass du Urin hattest, dass ich romantisch verklärte Gefühle für Dolores hatte. Hast du das Gefühl auch bei Joe gehabt? Ja, das Gefühl habe ich gehabt. Oh, nee, hast du es auch bei anderen gehabt? Bei wem? Bei mir oder bei Dolores? Nein, erst nochmal. Andi hat mich gerade gefragt, ob. Nein, nochmal. Ich glaube, dass Andi ein bisschen verknallt. Hallo, nein, hallo. Ja, okay. Das habe ich gesagt. Ja, du hast im Urin gehabt. Ja, du hast im Urin gehabt, dass ich Hammer Hardcore verballert in Dolo bin. Hast du aber das Gefühl? Hammer Hardcore habe ich nicht gesagt. Ja, dann so ein bisschen. Nein, Hammer Hardcore habe ich nicht gesagt. Aber ein bisschen. Hast du das Gefühl? Ja. Hast du das Gefühl auch bei? Ja, genau. Ja. Hast du auch das Gefühl? Ja, das Gefühl habe. Ja. Hast du auch das Gefühl bei? Ja, Dolo und liege ich damit falsch? Hallo, Alter, was stimmt damit nicht? Hast du auch das Gefühl bei Dolo und Joe gehabt?
Nee, das ist, glaube ich, nicht. Ich hab mir ja über dir Ja. und Dolo den Kopf zerbrochen, anstatt Joe und Dolores. Aha. Also, Du hast den Kopf hier also ich, mit. ich glaube, ich glaube, nein, 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 pass auf, pass, pass auf. Ja, ich weiß, was Andi meint. Ich weiß, was Andi meint. Aber Joe ist, glaube ich, verknallt in Tausi eher. Und Andi, du bist auch verknallt in Dolo. Uff, wer noch mehr? Uff, Eier, ist gesund. Das ist mein Gefühl. Das ist mein Gefühl. Das muss Ja, ja nicht Tatsache, das muss ja nicht stimmen, Leute. Das ist mein Gefühl. ich weiß nicht, woran du was festmachst, aber es ist Und ja auch dass du, ey, Andi, wo Cap Fall, wo Dolores gesagt hat, ey, ich blase dir sogar gerne ein, ey, dafür für die Aktion, wo du Shapeshifter klar gemacht hast, dafür blase ich dir ein. Und da regst du dich drüber auf, Andi. ja. Ey, weißt du, Andi, da habe ich gedacht, Alter, es geht gar nicht um Also, Shapey. Es aber geht Shelly, darum, dass sie nicht keinen blasen kann, Alter, Andi. Wirklich. Das ist meine Meinung. da kennst du mich. Das ist schon ein sehr abgefahrenes Statement, denn dafür blase ich dir ein. Du würdest dir gerne von Warum Dolo geht einen es jetzt blasen lassen, erstens Andi. nicht? Es geht um das Angebot, was an. Ich möchte nicht Ich über sie sage das so ablästern, vom Herzen. Ey, aber Joe, das ist das Verwerfliche. ich hoffe, bei Andi kommt das jetzt nicht Da verkehrt hat an, Ente doch gar nichts was ich damit zu gesagt tun. habe. Ja, Doch, Shelly ist mir. Ja, wie das gesagt. spielt eine Rolle, Alter. Das spielt eine Rolle, Alter. Nee. Das spielt gar keine Rolle, Natürlich das spielt ist das eine egal. Rolle. Hallo, Didi wollte ich mal Andi grüßen. möchte sich gerne einen auch lutschen lassen von Dolores. Natürlich, selbstverständlich. Hä? Och Gott, nee, Shapey, das ist jetzt, Nein, du redest von dir und projizierst, weil Ente ist ein ganz anderes Kaliber, wie er mit Frauen umgeht. Du kannst dich doch nicht mit ihm vergleichen, dass du aber einen Dialog mit einer Frau sofort mit einem insgeheim, Sexakt assoziierst. Das ist doch was Ente ganz ist ein anderes, als Kerl, wenn Ente genauso wie ich. unterwegs ist. Ente Er ist ein ist, Andi ist Frauenversteher, genauso ein Alter, Kerl der wie labert ich. ständig mit Genauso Frauen. wie du. Ey, genauso Ja, wie du, aber Joe. Shapey, das kannst du dir nicht Genauso vorstellen, dass man wie mit du. Und Frauen reden kann. Shapey, das begreifst du nicht, dass es Menschen gibt, die können mit Frauen reden, ohne dass sie dann Hintergedanken haben, mit der will ich ficken. Du hast das erste Mal mit einer Frau anscheinend Und der geredet und das war Spruch von Tina Dolores, und sofort hast du dir irgendeinen Hochzeit ich versprochen. blase dir, ich Ach, blase hau dir ab, einen ey. auf Du die gehst Birne, nicht an meinen Stammtisch. Ich würde dir mit dem Knie die Zähne dass du einhämmern, Shapys Mama so klar gemacht hast, dass du so böse gewesen bist, Alter. Da kriegt Ente dann auch wieder irgendwie, da passiert was, Alter. Joe, da passiert was. Aber wo Da passiert passiert was, was. ey? Es Wo, was war geht das nicht für um ein die Sache. Nein, kryptisches aber ja, Zeichengelaber? ich meine es ja. Es geht nicht um die Situation, um die Kausalität Shapey, Alter. Es geht nur Die darum. Kausalität. Oh, Ja, Shapey, ich du weiß, Alter. platzierst Leute, dich außerhalb einer glaubst du, ich bin Gürtellinie. doof oder was? Nein, der Shapey, Es geht also gar nicht ey, darum. ohne Scheiße. Also ich lebe in wirkliche, ich lebe asketisch sozusagen wie ein Mönch. Und also einen Kontakt mit einer Frau zu haben, ich habe aber sehr viel Kontakt mit sehr vielen Frauen, so, das heißt nicht sofort, oh, ich will die ficken. Aber Shapey, bei dir war das wirklich so ein Highlight, wenn ich mit einer Frau rede, dann ist das eine Beziehung und dann projizierst du von dir auf andere, dass Ente jetzt als Hintergedanken einen Blowjob hatte. Das ist unfair, wie du das machst. Du Nein, nein, musst nein, dann von dir nein, reden. nein, Du musst dann nein, sagen, nein, Ente, wenn ich an nein, deiner Stelle wäre, dann hätte ich an einen Blowjob gedacht. Dann redest du von dir. Aber bitte niemandem noch was nein, nein, bitte. nein, Also, nein, nein. das muss ich jetzt mal zu meiner eigenen Ehrenverteidigung sagen. Ich halte mit meinen Gefühlen hier nicht hinter Berg. Das habe ich nicht bei Tina gemacht, nicht bei Dini. Und Bei mir? das mache ich nicht. Und Hast du bei mich Joe auch gerade nicht. eingereiht bei Dini? Ja, bei Joe mache ich das. Bei Joe halte ich meine Gefühle auch nicht zurück. So, also Aber ey, die Shapey, Kette war sehr Alter, verstörend sag mal so. deine Gefühle, Bei Joe, bei Dini und bla bla bla. Ey, das sag klang mal jetzt die Gefühle, komischer. Joe Hey, gegenüber, Alter. nein, ich möchte nur sagen, wie ich drauf bin. Wenn es so wäre, wie du es sagst, hätte ich kein Problem, das zuzugeben. Ganz einfach. Ich Ich würde habe das es nicht tun. gesagt, das hat Shapy gesagt. Und im Grunde genommen ist es doch, Ente, Ey, guck mal, du hast doch auch Einfühlungsvermögen. Das ist doch Shapys Gedanke. Hätte er so ein Gespräch mit Dolores gehabt, dann wäre es sein Hintergedanke. Oh, hoffentlich bläst sie mir ein. Er redet doch von sich. Ja, Darum geht es doch. also, Nein.
Also ich dachte schon, dass du mich so ein bisschen kennst, dass du weißt, dass ich, wenn es so wäre, wie du denkst, ich würde dazu stehen. Ich habe da kein Problem mit. Dann würde ich sagen, ey, ich stehe auf die Braun, ich bin scharf auf sie, ich will was von ihr. So, aber ich kann es dir nicht zugeben, wenn es nicht so ist. Also, naja. Kannst du es im Urin haben und dir ausdichten, wie du möchtest. Aber vielleicht hat Joe ja recht. Du projizierst. Ja, übelste Projektion. Übelste Projektion. Ich sag es dir. Weil er simuliert sich in deine Situation rein. Boah, wenn ich mit Dodo so und so reden würde, dann würde ich mir erhoffen, einen Blowjob zu kriegen. Das ist seine Assoziation der Situation. Nein, ist kein Witz jetzt. Ohne Scheiß. Geht in den Kopf rein. Geht in den Kopf rein. Denkmuster erkennen. Hallo. Ja, aber Joe, so, ich versetze mich ja nur in Menschen bei euch, in euch rein. Klar, gut, aber das war Joe, du versetzt dich rein, du lebenserfahrener Mensch. Eine falsche Reflexion. Ja, eine absolut falsche Reflexion. Er ist derjenige, der im Palast oben hockt. Nicht wie Rapunzel, ne? Oben, das so, das ist shapy, Alter. Ja, das meinst du. Ja, das meinst du. Ja, das ist so. Und das Einzige, womit du flexst, ist gekaufte Noten und gekaufte Freunde. Alles gekauft. Das ist real, hallo. Warum kannst du denn von sowas ausgehen, Alter? Du kennst mich doch gar nicht. Joe, Alter, habe ich über deine finanziellen Verhältnisse, über deine Lebensstandards... Ja, die sind auch sehr bescheiden. Da gibt es auch nicht so, worüber man reden könnte. Ja, aber ich kenne dich gar nicht. Ja, Kleingeld, willst du über Braungeld reden? 1 Cent, 2 Cent oder was? Ich kenne dich nicht, Alter. 5 Cent. Dann rede doch nicht über meine Lebensstandards nicht. Deine Standards, ich sag doch, die sind erkaufen. Das ist deine Standard. Nein, es geht nur über Gefühle, Alter. Ich habe zu Andi gesagt, Alter, dass ich das Gefühl habe. Ich so, wie ich denke, bla bla. Ob das richtig oder falsch ist, das ist doch irrelevant. Alter, es geht doch nicht um irgendwelche Sachen gerade, Joe, Alter. Es geht Shapy, teil doch einfach dein Real Life, ey. Ohne Scheiß, Shapy, du musst dir keine Blöße geben, aber rede real. Hör auf, einen auf Prediger zu machen. Jungs, ihr müsst das, wenn du schon Prediger, sagst, Jungs, dann stellst du dich als älteren Onkel dahin und der zu den Jungs da redet. So. Ey, weißt du, dieses Anmaßen, ja, welche Haltung du einnimmst, das ist die Beleidigung. Wer kennt das gar nicht? Alter, weil du hast einen sehr, sehr, sehr verkümmerten Charakter. Weil du hast nie deinen Charakter ausgeprägt. Joe, weil wenn du es war immer, hältst du ihn über den Kopf, steck ihn Geld in den Arsch, Alter, und Freunde haben immer bei dir geschleimt, weil du Geld hast. Das mehr ist nicht. Mein Problem, das Alter. Ist das, was dein Leben geprägt hat. Ja. Du hast nichts selber in die Hand genommen, mal kämpfen. Ja, ohne irgendwie Rücken, ohne Rücken, einfach in die Wildnis raus. Ja, du kennst mich ja auch so gut, Alter. Ja, natürlich kenne ich dich hier. Du hast doch genug über dich gepredigt. Ja, und? Ich bin aber 46 Jahre alt, Alter. Ja, aber. Ja, also, ist doch noch schlimmer, Alter, wenn du jünger wärst als ich, dann würde ich sagen. Shapy. Ja, was ich in 46 Jahren schon erlebt habe, mein Freundchen, Alter. Ja, ein Scheißdreck. Wovon willst du denn erzählen? Ey, dein Lebenslauf ist. Ey, der passt auf. Ey, Joe, es hat keinen Sinn mit dir. Alter, dein Lebenslauf passt auf so einen Tipp, wo man mit dir so einen Filter paltet. Da passt dein Lebenslauf drauf. Hand aufhalten, musst du nur draufschreiben. Als wenn ich dich angewichst hätte, Alter. Du machst nur Theater, Joe, Alter. Du machst nur Theater. Nee, du hast mich nicht angewichst, aber das ist sehr anmaßend, wenn du einen auf Onkel machst und sagst, ey, Jungs, ihr müsst das so und so machen. Das ist unverschämt. Ja, aber dann wichst ihr ja nicht. Das denn nicht? Nee, das ist aber nur mein... Ja, ich habe mit Andi vorhin gesprochen, Alter. Das ist mein Gefühl. Ja, gut, so ist mein Gefühl. Ich sag nur, warum du manchmal beleidigend wirst. Das wollte ich dir nicht sagen. Ey, Joe, halt doch den Rand, Alter, du Fotze. Nee, nein, kurz, dann hör mal was. Shapy, du kannst doch das Gefühl Güte, haben. Alter. Ey, Joe, du laberst nur. Shapy, ganz kurz, bitte. Ich habe hauptsächlich tatsächlich weibliche Freunde. So, und viele denken manchmal, da läuft irgendwie was. Also ich kann nachvollziehen, dass du das irgendwie auch irgendwie denkst, wenn ich mich mit einer Frau gut unterhalte oder verstehe, dass da gleich irgendwie eine romantische Verklärung am Start ist. Aber hab im Urin, was du möchtest. Also, es ist schon vollkommen okay. Ja, weil Joe wichst mich an gerade. Ich hab dich nicht angewichst, du hast projiziert und Ente rechtfertigt dich gerade.
dass er sehr viel Kontakt hat mit Frauen und ich meinte ja, er ist ein Frauenversteher, er redet mit vielen Frauen. Und du hast direkt assoziiert mit der Situation, wenn er mit Dolores viel spricht, dann musst du doch Fantasie haben, dass sie einen Blowjob gibt. Und das war ja, deine das Projektion, wie du denken würdest in der Situation. Aber Entes Situation ist eine ganz andere als deine. Das ist der Kasus Knacktus. Verstehst du das überhaupt? Nein, du hast das nicht begriffen. Weil du zu dumm bist, verdammte Scheiße. Da habe ich normalerweise gar nichts zu melden, Alter, was die beiden haben, Dolores und so. Das ist nur meine Meinung, wie ich darüber denke. Das ist doch denen ihre Sache, Alter, was die machen. Die Meinung ist es nicht. Ich auch, wenn die zusammenkommen, an die Meinung ist dann ist auch toll, genau. Meine Güte. Aber das ist denen ihre Sache, meine Fresse. Shady, jetzt mal ganz wichtig. Jetzt hört mal auf, wie dieser. Das riecht mich jetzt echt auf. Eine Meinung ist was anderes. Du kannst eine Meinung haben zu anderen Dingen. Also, aber das, was du da irgendwie hast, ist irgendwie deine eigene Einschätzung und ein Gefühl. Aber es ist keine Meinung. Eine Meinung ist was anderes. Da kannst du keine. Du kannst nicht sagen. Keine Meinung hey, über nein. Das, was er geäußert hat, ist eine Unterstellung, dass du diesen Hintergedanken hättest. Das nennt man Unterstellung, das ist keine Meinung. Er hat unterstellt und projiziert, weil er von sich ausgeht, Situation denken würde. Aber Joe, Jungs, hört mal zu. Jetzt hörst du mal zu, Shabby. Es geht mir gegenwärtig ultra auf den Sack, dass die Leute zwischen Meinung und irgendwie persönlichem Befinden nicht mehr unterscheiden können. Das nimmt einfach zu, Shabby. So. Du kannst doch nicht sagen, mein scheiß Beispiel, was ich ja immer wieder bringe, ich habe ein Glas in der Hand und ich sage, so, ich habe ein Glas in der Hand und dann kommst du, Shelby, an und sagst so, Andi, das ist kein Glas, das ist eine Tasse. Ich habe aber ein Glas in der Hand. Aber du sagst, es ist deine Meinung, dass es eine Tasse ist. Genauso wie wir es in Gender-Irrsinn. Also, so. Ist das eine Meinung? Das ist deine Meinung, dass ich eine Tasse in der Hand habe, obwohl es ein Glas ist? Oder ist es einfach nur deine behinderte Wahrnehmung? Es bleibt eine Tasse. Wenn es eine Tasse ist, dann ist es eine Tasse, Alter. Also kann es nicht deine Meinung sein, dass zwischen mir und Dolo romantische Blasfantasien laufen? Nein, das ist eine Meinung, beteste Alter. Projektion, weil er von sich ausgeht. Andi, hör mir zu, bitte. Wenn es eine Tasse ist, ist es eine Tasse, Alter. Aber wenn es blau ist, ist es blau. Und das weiß jeder. Was ist denn blau? War es rosa-rot? So, dann ist das so. Aber wenn du verliebt bist... Ja, war es jetzt blau oder rosa-rot zwischen Ente und Dolo? Oh, Alter. Ja, sag doch mal. Eine Tasse ist eine Tasse. Das ist ein Faktum. Das ist ein Fakt. Das ist Tatsache. Ja, aber du sagst doch, jetzt sag mal das Faktum. Was war zwischen Ente und Dolo? Weil du willst ja Fakten nennen. Jetzt hör auch mit deinen Meinungen, nenn Fakten. Ja, das ist doch denen ihre Sache. Ey, Joe, das ist doch denen ihre Sache. Aber du hast doch den Ente gerade penetriert mit deiner Meinung, wie du irgendwie eine Unterstellung verpackt hast. Manche Sachen sind einfach Tatsache und manche Sachen sind individuell zu beurteilen, Alter. Und das sollen die machen. Boah, das ist so genial, dass du uns alles erklärst. Das ist so eine Anmaßung. Unglaublich. Das nennt man, macht bitte nicht den Bock zum Gärtner. Alter, was hast du, das ist der was blinde Führer, er verkörpert das. Ey Joe, was hast du mit deiner Perle? Du bist der Bock, der den Gärtner spielt. Sag mal ehrlich, was hast, das ist unglaublich. Was hast du mit deiner Perle? Joe, unglaublich. Sag mal, was hast du mit deiner Perle? Mit Joe. Meiner Perle? Was für eine Perle, Alter. Ja. Wen liebst du, Joe? Oh. Ja. Intime Frage auf jeden Fall. Das sagt Joe jetzt nicht. Das sagt Joe wird das jetzt Was soll ich denn dazu sagen? Das wirst du nicht sagen. So. Ja, warum fragst du mich so intime Sachen? Ja, wieso? Was so? Dann steh dazu. Sag wen du liebst. Wozu? Ich stehe ja dazu, aber ich habe hier kein Beichtpflicht. Wo bin ich denn hier? Ja, dann bist du das Weichei, Alter. Dann musst du sagen, zu wem du liebst. Das Weichei? Nur weil du mich ausquetscht, muss ich beichten? Nein, ich will es wissen, Alter. Ach, ihr seid die Homo-Kacker, Alter. Ich sag's euch.
Alter, ich bin klare Ansage. Kennst du nicht mehr? Klare Ansage. Wer es sagt, ist es selber. Klare Ansage. Ich liebe das und das und ich hasse das und das. Ja, das bringt dir nichts. Ja, dann musst du das auch mal klar aussprechen. Und nicht wie ein Fähnchen im Wind agieren. Schäfer ist so wechselhaft. Nö, das ist mir zu philosophisch und zu deep, was Shapey hier äußert. Ich kann da echt nicht mithalten. Aber okay, ich spiel's nochmal. Wie bei philosophischen Quartetten. Shapey, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark warst du in Tina verliebt? Shapey ist kurz austreten, er kommt gleich. Achso, ja, egal, dann sag doch vom Klo aus die Skala von 1 bis 10. Wie stark warst du in Tina verliebt von 1 bis 10? Ja, jetzt hat er Zeit zum Nachdenken. Also ein wenig? Das ist ja Assoziation mit dem Kopf. Er hat jetzt Kopfkirmes, Flashbacks, Nostalgie-Gedanken, so. Ja, also, ne? Also, das ist ja jetzt Kopfkirmes. Wenn man einer Frau in den Koffer uriniert, müssen da schon Hamarko-Gefühle sein. Sonst bringt man sowas nicht. Da muss man schon Hamarko verliebt gewesen sein. Ja, also er war sehr gekränkt. Da ist eine Reaktion der Gekränktheit und der Wut. Das heißt, er hat sie sehr geliebt. Ja, das ist richtig. Ja. Aber ansonsten gäbe es so eine Reaktion nicht. Nee, sonst ist das nämlich egal. Dann schmeißt du den Koffer vor die Tür. Also, aber. Ja, eben. JP, bist du hier? Ich piss auf dich. Ich hab dir die Hand gereicht und jetzt piss ich auf dich. So. Ja, das ist so sein psychologisches Statement, so als Metapher. Sowas zu machen, da muss schon ultra hardcore Feelings. JP, bist du wieder da? Ich will die Kröten hören. Ihr sollt die Kröten hören. Achso, auf einer Skala, von der Liebesskala, von deinen ganzen Erfahrungen. Ihr sollt die Kröten hören. Ja, Shelby, von den ganzen romantischen Beziehungen, die du bisher hattest. Tina ist eine sehr besondere Frau. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark warst du in sie verliebt? Was? Willst du über Frauen reden? Ja, nein, wir reden über Tina gerade. Auf einer Skala von 1 bis 10. Nee, ich will nicht über Tina reden. Warum? Hä? Über Beziehung grundsätzlich können wir reden, aber nicht über Personen. Also, das nein, ich über, nicht. Die Frage er wollte ja nicht auf Tina hinaus, es ging ihn um deine Liebe. Ja, hast über, du da über Liebe über gegeben. Das ist in Ordnung. Da rede ich. Es geht um dich, aber nicht um Tina. Ob du gegeben hast, aber, nicht? Ja, das spielt doch keine Rolle, mit welcher Frau du zusammen gewesen bist. Hä? Über Beziehung oder über Liebe. Ja, die über Liebe Skala. Kann man reden. Ja. Vom auf welcher Skala hast du da Liebe gegeben in diesem Zeitraum, wo du da mit das irgendeiner ist, ja, das ist, zusammen das ist, warst? Ja, Skala. Oh, Alter. Joe, das ist krass. Also Skala, das darf man nicht machen, Alter. Wen hast du mehr geliebt als... Nicht das, das fragt Ente, den musst du das sagen. Ja, aber nee, das darf man. Nein, ich hab nur übersetzt von Ente in Shape. Das ist eine scheiß Frage, Alter. Ich frage nicht, wie du mehr geliebt hast als Tina. Ich frage dich in der Zeit, wo ich zusammen war, von einer Skala von 1 bis 10 jetzt mal. Wie intensiv war das für dich? War das eher eine 10 oder war es eher im Dreierbereich? Oder das ist die Frage, ist das jetzt so intim oder was? Andi, das ist schwierig, das zu sagen. Also, das ist nicht schwierig. Weil ich war ja, aber er hat eine emotionale Reaktion gezeigt, indem er aus Zorn und Enttäuschung in den Kopf gegriffen hat. Ich war verliebt. Das heißt, also, das ist über 5 sein. Das muss reichen. Also, Andi, das muss reichen. Plus nein, Shelby, das verstehe ich nicht, Shelby. Weißt du, warum ich das nicht verstehe? Weil ich auch mit Tina zusammen war. Und ich kann dir ganz genau sagen, auf welcher Skala ich war. Ich kann es dir ganz genau beschreiben. Ja, das macht man aber nicht. Warum nicht? Wieso macht man das nicht? Nee, das macht man nicht. Er redet doch von seiner Liebe, wie sehr er sie geliebt hat auf einer Skala. Ja, warum macht man das nicht? Irrelevant. Ja, da redet man aber nicht drüber. Wieso, du unterschätzt ja auch irgendwie Gefühle zu der Frau. Was, wenn er sagt, er hatte große Gefühle, darüber redet man nicht. Das ist eine Zuneigung und eine Sehnsucht. Selbstverständlich waren Gefühle da, Alter. Sonst ist man doch mit einer Frau nicht zusammen. Ach, jetzt auf einmal, jetzt redest du darüber. Nein, über das Tabu. Aber ich würde das niemals in der Kategorie eingliedern, Alter, Leute. Ja, das macht ihn eingeworden. Nein, Andi, das meine ich. Shelby, es geht um die gleiche Frau. Ist doch gerade ein geiles Thema.
Wir waren mit der gleichen Frau. Ja, nein, aber was mache ich? Nee, aber nicht, nein. Hallo. Ja, ich weiß, aber ich mache. Natürlich habe ich Tina lieb gehabt. Du hast auch Tina lieb gehabt. Ja, und? Nein, mein Freund. So oder so. Du bleibst jetzt im Ring. Ich hätte ja keine Nummer. Nein, als hätte ich einer Frau eine Nummer. Du bleibst jetzt im Ring. Du bist gerade im Forum. Du bleibst jetzt im Ring. Wir haben gerade ein Thema. Du weißt jetzt nicht aus, weil es geht um eine Frau, mit der wir beide zusammen waren. Und ich kann ganz genau definieren, oder eine ist scheißegal. Und ich sage dir, ganz offen und ehrlich, ich war in Tina Hammer hardcore verklatscht und verballert. Wie war es bei dir? Wie war es denn bei dir? Na, ich rede da nichts drüber. So, wir waren da mal zusammen. Warum? Und so. Warum? Also da redet, Andi. Dass ich hier nicht in meinen Gefühlen stehe. Jetzt ja, weil es plus 7, 8, 9... 10er-Kategorie, 8-9-10er-Kategorie. Deshalb will er darüber nicht reden. Weil die Affekthandlung, die er im Zorn getan hat, das war Kofferpinkeln. Das heißt, es ist, ich sag mal, Kategorie 8-9-10. Ja, ja. Na, siehst du, und genau sowas habe ich erwartet jetzt. Ja, ich interpretiere. Shappy, nochmal vor. Ich habe gesagt, keine Skala von 1 bis hin. Beschreibe doch in einem Satz, wie das für dich war, mit Tina zusammen zu sein. Also für, ich sag, damit du mich ausredest, mit Tina zusammen zu sein, ist, war ultra hammer geil. Wie war es denn bei dir, Schäppi? Ich rede da nicht drüber, Mann. Warum nicht? Ja, darum nicht, Alter. Also, ich hab nichts erzählt. Ich habe nur gesagt, dass das für mich intensiv und schön war. Und ich habe das in kleiner Erinnerung. Ja, und ich rede und ich sage dir, dass ich darüber nicht rede, Andi. Aber du unterstellst mir irgendwelche Gefühle für den. Ente, vielleicht war es traumatisch für ihn. Ja. Hast du nicht gerade den Tonfall gehört? Für mich hat das nach Traumata sich angehört. Da kannst du sagen, was du willst. Ich hätte das richtig angewichst, Alter, wo sie gesagt hat, ey, ich blast dem sogar ein für die Nummer, für was sie mit Shapey gemacht haben. Das hat ich richtig geärgert, Alter. Es ging nicht um die Nummer, was sie mit mir gemacht haben. Nur, dass Dolores zu Cap 5 gesagt hat, Alter, ich lutsch dir dafür ein, Alter. Das aber du bist ja Zweck vom Thema. Andi. Und Andi, und wenn ich jetzt sei mal ehrlich, Alter. Nicht meine Nummer, nur das, weil sie Cap ein lutschen will dafür so, für die Nummer. Wenn es so wäre. Sei doch mal ehrlich, Andi, sei doch mal ehrlich. Die Bruderschaft. Sei ehrlich, Andi. Komm, Butter bei die Füße. Deswegen warst du ehrlich. Weil. Sag mal, stimmt bitte nicht, Junge. Ich war eben ehrlich, was ich über Tina gesagt habe. Und ich bin auch ehrlich dazu sehen, dass ich angewidert war, was Dolo gesagt hat, dass sie. So eine Asia-Aktion, wenn jemand in die Familie reingerätscht, ihre Reaktion ist, dass sie den Typen mal blasen wollen. Das hat ja nichts mit Eifersucht zu tun. Kannst du mir glauben oder nicht? Ich weiß nicht, was mit dir nicht stimmt. Ich bin ehrlich, aber du bist nicht ehrlich. Wie war denn dein Gefühl, Sophina? Erzähl mal. Ich habe das vorher gehört, Andi. Ich habe das gehört und ich habe das bei dir rausgehört. Und du warst eifersüchtig darauf. Du hast dich riesig geärgert, Alter, Dolores dir deinen Schwanz nicht lutscht, Alter. Von mir aus hast du recht. Es ging nicht um die Sache. Nein, Andi, es ging nicht um die Sache. Es ging nur darum, Alter, dass Dolo nicht deinen Schwanz lutscht, Alter. Stimmt doch. Darum bist du... Also, Shapi... Ja, du bist... Nee, warte, ich lass mich... sorry. Ich weiß, dass H.O. da verblödet, aber ich lass mich auch von dir nicht verblöden, Shapi. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Kannst du mir glauben, wo ich habe ein super Gedächtnis. Besonders was den Scheiß von Rudolf angeht. Ich kann mich an die Scheiße mit dir und das Gespräch mit Dolo erinnern. Und es gab von mir gar keine Reaktion. Weder eifersüchtig, noch irgendwie, was ist da denn los? Mir war das nicht. Ach, die Frau ist total irrelevant für mich, Anni. Ja, das merke ich. Für mich schon, aber für dich anscheinend nicht. Du findest ja. Nicht. Weißt du, weil ich irgendwann. Ich möchte ja über Tina reden. Aber da blockst du ja ab. Warum? Also, ich möchte gerne über Tina reden. Tina ist eine tolle Frau. Wollen wir darüber reden, was ich mit Tina alles so, was wir alles so getrieben haben? Dann fängt das Fräulein nämlich auf einer ganz komischen Seite an. Weißt du? Das ist Dolores.
Die hätten uns auch mal ganz gut verstanden. Also, Joe scheint recht zu haben. Du bist am Projizieren. Tut mir leid. Also, wenn du geil auf Dulu bist, also du hast es dich großartig schwer, ne? Dann mal ran an die an den Speck, Alter. Nein, oder was willst du jetzt? Was willst du von mir? Das ist eine NWO-Schlampe, Alter. Was willst du mir denn hier unterstellen? Also, ich hab dir gesagt, das ist eine NWO-Pussy, Alter. Du laberst die ganze Zeit. Du laberst doch über sie. Nicht ich. Du. Nonstop. Bringst du sie aufs Tableau? Nein, ich habe nur gesagt, dass du. Die ganze Zeit kannst du das Spiel haben. Ja, vor allem, wenn Dolores sauer wird auf Shapey, dann nimmt ihr den auseinander. Das ist ja auch noch das. Ach, Dolores ist einfach so. Ey, Dolores, ablenken, dein Gefühl zu Tina ablenken. Also, ey, Shapey, du nimmst sie. Das heißt um die Ecke kommen. Das wird dir die übel nehmen. Glaub mir das. Ja, die kann mir sonst was übel nehmen. Das juckt mich überhaupt nicht. Soll ich was arrangieren? Am Arsch kratzen, Alter. Shapey, soll ich was arrangieren zwischen dir und Dolo? Ja, wenn sie ein bisschen Party haben will, warum nicht? Ich versuch's. Das kriege ich, glaube ich, noch hin. Aber da kommt die mir nicht klar, was wir Partys machen. Da kommt die nicht mit. Du meinst, dass du das willst du dann ihren NWO-Hunden Sag mal, Shapey, willst du mich verarschen? Dolo wird deine Partys scheiße langweilig. Die feiert ganz andere Partys, mein Freund. Die NWO-Hunde kommen dann bei mir vorbei, ne? Ja, okay, da haben wir ja deine Affen. Du bist scharf auf sie, Alter. Du hast schon wieder eine Latte, weil du über sie redest, aber du projizierst auf mich. Ich bin etwas angepickt gerade. Übrigens ist es selbstverständlich, dass ich recht habe. Aber Shady, Nein, ich bin jetzt etwas persönlich beleidigt tatsächlich, weil ich tatsächlich, wenn es um meine Gefühle geht, das ist ein Schwachpunkt bei mir, dass ich darüber offen rede. Und wenn du mir, aber wenn du das jetzt projizierst andauernd auf mich, weil du hier eine Latte bekommst, ich will hier nicht ein sexuelles Objekt sein, Alter. Dann, ich rede mit Dolo, ob die mit dir mal kurz eine Session macht. Kein Problem, mache ich es schenken. Mach. Die schleppt da Cap 5 ein und will Dreier haben und solche Sachen vielleicht. Ja, das macht mich anscheinend ja geil, wie es aussieht. Also, Da bin ich aber nicht mit einverstanden, Alter. Du machst dich doch zum Thema hier, nicht ich. Ach Mensch, Junge. Wie Junge? Ja, was? Junge. Warum willst du nicht über Tina reden? Ich rede jetzt über Schnaps und Bier, ja. Es ist halt traurig, Shapey, du hättest mit dir eine tolle Frau gehabt, du hast es versaut. Ach, Quatsch, Alter, ich bin froh, dass ich die vom Hals da war. Wie bitte? Was? Selbstverständlich, Mann. Ach so, aha. Ist schon klar, Shapey. Ja. Aber Sachsen-Tom, der lebt auf jeden Fall in Harmonie mit dir. Alter, also das ist echt so ein Bilderbuch-Pärchen geworden. Finde ich auch gut, dass Tina da mal auf den richtigen Weg kommt. Wollen wir über die Frau jetzt reden und lästern oder was? Mit dir wäre sie nicht auf den richtigen Weg gekommen, wenn du permanent die Nase voll hast. Ich bin besser, Alter. Andi war mit der zusammen, Alter. Er soll mich nicht voll... Nee, ich lasse auch nicht zu, dass du... Ich lässt da nicht über Tina, überhaupt nicht. Ich bin in den höchsten Fünfen von ihr. Ich auch nicht. Ich habe mit Tina nie Ärger gehabt. Nein, und Shapey, und du warst ja mit ihr auch zusammen. Also, es gibt eine Tina aus dem Hauptdorf und es gibt eine Tina, die man persönlich kennt. So, und ich habe niemals ein schlechtes Wort über Tina verloren. Niemals. Also, aber fang du dich damit an, mein Freund. Ach,
Du warst froh, dass du sie los warst. Du, hast doch, du bist ja doch hinterher gekrochen, wie so gut. Easy, bleib easy, Alter. Ja, ich bin Hammer, hardcore easy. Aber du warst. Was machst du da für den Scheiß? Es ist 33 Uhr, Zeit der Erleuchtung. Ich sag dir, was mich aufregt, Champion. Du willst mir ein Deutsch seit einer Stunde irgendeine Scheiße erzählen, wie ich mich fühle. So, und ich möchte, und ich frage dich, ich stelle dir ganz normal meine Frage. Und du weichst aus. Nee, ich weiche nicht aus, Anni. Im Gegenteil. Im Gegenteil, ich sage dir das und das passt ja auch nicht. Aber du gehst auch darauf nicht ein. Außer mir dort irgendwelche Gefühle unterzuschieben, wo du mich ein bisschen kennen würdest, dass du. Ja, das habe ich. Das ist doch nur meine Meinung, das ist doch nur mein Gefühl, nein. Alter. Nein, Alter, das muss ja, das muss. Vollidiot. Das ist eine Meinung, ist was anderes. Das ist einfach nur eine behinderte Behauptung von dir. Deine Meinung, also. Ich möchte jetzt deine Meinung wissen. Dann mach dir doch keine Gedanken darüber, Alter. Du bist ein großer Kerl, Andi. Ich mach mir jetzt Gedanken, weil weil Joe recht hat, du projizierst gerade was. So, was ist richtig, los? Richtig, er hat es angesprochen und sagt, mach dir keine Gedanken meine darüber, obwohl Güte, er es anspricht. Ihr das ist Widerspruch. Scheiße, du was projizierst, Shape, du bist total überführt. Wenn Leute wirklich sich das anhören, was du sagst, oder, ey, du gehst aus dir, von dir aus und unterstellst das anderen Leuten, als wenn sie in der gleichen Situation sind wie du, hin, genauso Joe, reagieren wie du. Von mir? Ey, Joe, was willst du das denn? Das ist der Anmaß. Was willst du, Trunkenbold, denn von mir? Alter, ich mach's doch genauso wie du auch. Meine Nein, du Güte, machst das nicht wie ich. Das ist eine Anmaßung, das zu behaupten, dass du derartige Alter, Perfektion drauf hättest wie ich. Alter, ich komme nur mit das behaupten? Hier in die HOs, Alter. Ey. Du bist ja nüchtern. Nee, manche Leute, naja gut, abgesehen von dir, manche Leute, die sitzen 24-7, sitzen die hier in den HOs, du machst den HO an und guckst, da sind immer dieselben, Alter. Die machen nichts anderes. Ach komm, anderes, Shape, Alter. Du kommst in ein Battle rein und machst direkt einen auf, ich bin verletzt, angeschlagen. So, das ist so eine ganz komisch. So unschuldig. Ja, genau so, ne? Ja, wir alle, ne? Wir sind ja alle verletzt und der braucht immer das verletzt. Kollektiv. Er redet nie über sich, sein Gedanke, wie er denkt über Dolores. Das kann er sagen. Aber er muss nicht seinen Gedanken auf jemanden projizieren. Da fängt das Problem an. Ab da fängt das Problem an, wenn er sein Inneres auf andere projiziert. Und dadurch schützt er sich immer. Weil das heißt immer, die Jungs, er redet immer im Wir und ihr, das ist immer ein Kollektiv. Nein. Das ist nie er selber. Achtet mal darauf. Nein. Das ist wirklich ein ganz kleiner Junge, der 46 Jahre alt ist, aber ein ganz kleiner Junge, der sich eigentlich versteckt hinter einer Rolle. Mit Anweisungen geben, großen Onkel spielen und bla bla bla. Aber im Grunde genommen, Lego zusammenbauen. Ne? Das ist das. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Hört zu, und sagt, ob ich recht habe oder nicht. Hört ihm zu und ihr werdet sehen, ob ich recht habe. Shame, was ich nicht traurig finde, dass du es dir mit. Also, das ist schon bitter, dass du das mit Tila versaut hast. Echt. Alter. Echt. Ach, Quatsch. Ja, wir kommen nicht mit der Nummer. Du bist froh, dass du so los bist. Komm her, ey. So ein Scheiß. Das ist selbstverständlich. Das glaubst du doch wohl selber nicht, Alter. Selbstverständlich bin ich das froh. Ach du, das war doch eine Kategorie. Also, ihr wollt jetzt sie unbedingt loswerden. Ist schon klar, Shepi. Ich will nicht über Frauen, Alter, warum reden wir über unsere verflossenen Frauen, Alter? Das macht man nicht. Ich mag das nicht. Das sind Privatsachen, Alter, ey, das Tina macht man ist nicht. Shelby, du redest darüber mit Ente Dolores, du hast es angesprochen, irgendwas, was du projiziert hast, Alter, du laberst darüber. Und dann wurde der Spieß umgedreht, darüber redet man nicht. Das hat doch nichts mit
Ja, aber es hat doch nichts, aber mit und dann sag nicht irgendwie Plural Frauen. Wenn du da irgendwie, boah. Ey, Joe, pass auf, Joe, pass auf. Was der für eine Rolle spielt. Wie ist es gelaufen bei dir in der Beziehung? Junge, lachst du im Laufstall durch deine Bude oder mit Tausi? Wie muss ich mir das vorstellen? Das gehört. Hast du eine Rassel über deinem Bett hängen? Das hat mich nicht zu interessieren. Wenn wir über Weiber und über Beziehungen reden. Wenn wir über Weiber und Beziehungen reden. Doch, Andi fragt mich mit gerade. Mit wem soll ich denn darüber reden? Das mache ich nicht. Nein. Das ist doch voll Kacke. Wenn ich dich fragen würde, warum ist es in die Butten gegangen, damals mit den Weibern bei dir, das macht man nicht. Das gehört sich nicht, ey. Ganz einfach. Fertig, aus. Ich hab hier alles erzählt, warum mit Dini Schluss war, und ich habe auch erzählt, warum Tina ja, das interessiert, aber Ente, das hättest du uns gar nicht erzählen sollen, Alter. Warum nicht? Weil es keinem was angeht. Ach komm, Tina hat ihm da nichts übel genommen, so nach dem Motto, so, was das erzählt, was weiß ich, was die erzählt haben, es war belanglos. Man wusste, Ente hatte Techtel Mechtel mit Tina, bla bla bla. Tina-Tainment, Entertainment, danach, bla bla bla. Oder wie so, das nannten. Habe ich jemals. So, das war's und. Warum, wieso, weshalb, warum wir auseinandergegangen sind und was weiß ich. Ja, ich will doch da gar nicht. Hat rumholen. Tina darüber gesprochen? Nein, keiner. Also. Das ich will da Sache, nicht drin rum in deinem Sache, Scheiß Alter. Da. Das ist Ente, nee. Dann sag nicht Joe. Sag mal, bist du bescheuert oder was? Nein, das ist grundsätzlich gesprochen, ey. Darüber redet man nicht, ey. Fertig dich aus. Ja, mich interessiert dein Scheißtrick da gar nicht. Ja, eben, ganz genau. Das hat dich auch nicht zu interessieren. Ganz genau. Ja, aber ich will einfach nur einmal translaten, was Ente dich fragt. Aber warte mal, aber es ist okay, zu öffentlich zu erzählen, dass du deiner damaligen Freundin in den Koffer gepinkelt hast. Das ist okay, dass du erzählst. Das war eine scheiß Nummer von mir und hin und her. Das ist doch. Ja, da ist nicht nur eine scheiß Nummer, sondern du machst es auch noch publik und protzt damit. Ja, das ist nochmal eine härtere Nummer. Alter, das ist aber jetzt schon 3 Jahre. Ey, das ist wie vor 500 Leuten Publikum einen Koffer von ihr anzuküssen. Das ist 3 Jahre. Und alle lachen. Und, ja, verstehst und du überhaupt, was du da tust? Dann lass doch lachen. Ja, dann lass sie doch lachen, Joe. Dann lass sie doch lachen, Alter. Ja, es geht ja auf ihren Nacken, nicht auf deinen. Ach, das geht nicht. Das interessiert Tina überhaupt gar nicht. Tina hat ganz andere Probleme und andere Sachen. Und ich auch. Alter, das ist außer Weltgeschichte, Alter. Dass er die Leute daran klar macht und ihre Größe daran klar macht, Alter, umso trauriger, Alter. Schrecklich. Ich mach da keinen groß oder kleinen damit. Natürlich machst du dich klar. Alter. Joe, du definierst dadurch Sachen, Alter. Du hast auch das Scheiße gebaut schon. Komm. Das, darum geht es doch gar nicht, ob ich Scheiße gebaut habe. Ey, du musst mal zurückgehen. Du musst zurückgehen zu dem Punkt, wo jetzt gerade die Debatte überhaupt zu sich entwickelt hat. Das Ding weil der ist, Punkt ey, ist, Alter, dass du den Ente nicht was über Dolores gefragt hast. Und Ente Dolores gar nicht erwähnt hat. Und daraufhin meinte ich, was ist das für eine Projektion? Und Ente hat angeknüpft und du bist dann irgendwie am Rumbohren. Und nachher als Ente den Spieß umgedreht hat, sagst du, ey, das ist doch hier kein Thema. Genauso wie Andi auch, dem mache ich auch keinen Vorwurf, was der von das ist genauso wie mit Cat 5, du machst den an, er rächt sich an dir und dann sagst du, guck mal, ich bin Opfer. Was ist denn los mit dir? Ja. Ihr seid kleine Arschgeigen, ihr seid Korinthenkacker, Alter, langsam. Joe. Ich bin kein Korinthenkacker. Na klar, Alter. Ey, du teilst aus und wenn du Echo kriegst, dann sagst du, das kann ja nicht sein. Das geht Alter, auch nicht, dass du machen darfst, was du willst. Nase, Alter. Wo sind wir denn hier? Alter, wir sind alle ohne Fehler. Was hat denn? Das ist eine verzerrte Wahrnehmung von Anarchie. Joe, du schmeißt den ersten Stein. Was ist das denn? Du schmeißt den ersten Stein. Joe, schmeißt den ersten Stein. Tja, klar, warum soll ich den ersten Stein unfassbar schmeißen? Ey, Joe, nein, das ist, weil das unfair ist von dir. Was ist denn unfair von mir? Ja, weil du daher redest, Alter. Das ist Kacke. Ja, gut, dann verharre ich in Schweigen. Wenn das Fairness ist, okay, dann schweige ich. Das nennt man Meinungsfreiheit. Fairness ist Schweigen. Ich demonstriere jetzt mit Schweigen meine Meinungsfreiheit. Und böse Aktionen starten, Alter.
Pack die, fass die mal an Arsch, Alter. Und aber nicht die Jungen, Alter. Shapy, jetzt mal erst. Nee, Joe. Findest du, Shapy, findest du das so verwerflich, dass ich positiv über die Zeit mit Tina rede? Findest du das so verwerflich, dass ich das eingestehe? Nein, weil ich weiß ganz genau, was da rauskommt über diese Gespräche. Ja, endlich. Ich würde auch sagen, dass du mehr. Ich rede nicht intimer über meine warst mit Tina Frau. Und Andi, das intensiver Andi, war. Man redet nicht über die verflossenen. Das kann Freiheit. Durchaus sein, dass er dadurch irgendein Neid, Erlebnis, Versäumnis dir vorwirft. Weil du kannst aber nichts dafür. Ne? Ganz im Gegenteil. Aber das könnte sein, dass es die Antipathie erklärt. Das ist mein Lochschwager, Alter. Ey, Joe, das ist mein Lochschwager. Alter, Joe, ganz im Gegenteil, Alter. Jetzt als Konfrontation erlebt. Das ist aus psychologischer Sicht. Ach, ey, Joe, mit dem komme ich besser klar als mit dir dann, Alter. Weil wir dieselbe Frau gebumst haben, Alter. Weißt du? Ja, ja, gut, klar, wenn man dann miteinander so klarkommt, dass das die Bedingung ist, dann kann ich auch darauf verzichten, dass ich mit dir jemals klarkomme. Ja, weil nee. Ich das ficken, was du gepickt hast. Ja, du wirst bestimmt nicht das ficken, was ich gepickt habe. Zu einer Beziehung gehört schon ein bisschen mehr als das, was du gerade erwähnt hast. Ach komm, Shapy ist doch krank. Das habe ich doch immer gesagt. Andi, du kennst mich ganz genau, Alter. Ihr wisst ganz genau, dass ich ein sensibler Kerl bin, Alter. Ich bin nicht, das heißt, nein, du bist ein hochmütiger Kerl, nicht sensibel. Du bist ein Schauspieler. Du schauspielerst Sensibilität, aber bist ein brutales Arschloch und meinst, dir alles erkaufen zu können. Du bist ein Wichser, Alter. Normalerweise, du bist ein Schauspieler, kann. Weil wenn du merkst, dass die Leute dich psychologisch attackieren, kann, dann kannst du dir keinen Schutz erkaufen und dann machst du einen auf zerbrechlich, aber wenn es um Macht geht, dann lässt es raushängen. Das zeigt deinen wahren Charakter. Andi hat es vorhin falsch. Ganz klipp und klar gesagt. Das kannst das du noch so an so einen gutmütigen Menschen gekommen ist. Nein! Normalerweise gehört Cap 5 gehängt, Alter. Du bist ein Heuchler. Und das hat Andi ganz klipp und klar gesagt. So. Und da bin ich auch hinter Andi. Du bist ein Blach, Alter. Ich bin, ja, weil ich ein ganz lieber Kerl bin. Kriegst da mal Parole, dann macht er auf zerbrechlicher Schäpe. Wenn er sich im Hintergrund austoben kann, dann macht er einen auf, ich bin der böse Schwäbe. Nein, ich bin ganz lieber Kerl. Ja, ja. Joe, ich bin ganz lieber Kerl. Naja, komm, du bist ein Heuchler. Du bist ein lieber Kerl, wenn du in die Bredouille gerätst, dann. Aber wenn du austeilst auf deinen Coca-Trip, dann bist du ein richtiger Wichser. Ich nehme ja keinen Coca mehr. Was für eine Bredouille? Das interessiert mich gar nicht, ob du was nimmst oder nicht. Was für eine Bredouille denn, Alter? Ja, immer wenn du in Bredouille bist, dann. In welche, also auf einmal der reuige Shapy, aber wenn du dann Oberhand hast, dann bist du der böse Shapy. Shape, Joe hat recht. Du boxierst dich durch tollpatschige Argumentation in einer Bredouille. Kann man wirklich so ausdrücken. Ja, was ist denn eine Bedrulle? Das müssen wir erstmal übersetzen. Ja, also in du. Das ist dein Leben. Ja, also du äußerst dich so, dass man das widerlegen kann, wirklich. Shape, das wäre ja genauso wie mit zum Beispiel, was du auch bei Enter oder projizieren wolltest mit Dolores, bla bla bla, was eigentlich auf dich selber zutreffend wäre. Weißt du doch, ganz am Anfang. Nein. Ich wollte nur Andi ein bisschen aus der Reserve locken. Weil ich habe gesagt, dass das. Nein, darauf zurückzukommen. Andoria, hier die Katze. Ich wollte nur darauf zurückkommen, dass ich das Gefühl hatte, dass Andi ein bisschen Gefühl für Dolo hatte. So. Und jetzt werde ich wieder gefickt. Jetzt werde ich schon wieder Sympathie und sowas, ey, dass du das jetzt auf den Grund hast. Das hat nichts mit Sympathie. Das ist so ein Billig-Move, er sich da rausfindet. Ich sehe ihn. Also als Tier jetzt abgebildet, so wie ein Wurm, der sich windet. Ich bin keine Schlange, Alter. Shapy. Doch, das bist du. Shapy, du hast gesagt vorhin tatsächlich. Ich habe übrigens von Gewürm geredet, nicht von Schlangen. Obwohl es gar keine Solidarität ist, es geht um die Sache an sich, dass man die Familie nicht mit reinreißt. Das geht gar nicht um dich, Shapy. Das ist meine moralische
Einstellung. Es geht gar nicht um dich. Und du hast mir, du hast tatsächlich mir gerade vorgeworfen, dass ich diese moralische Haltung habe, weil ich eifersüchtig war, weil Dono diesen Spruch gebracht hat. Also. Weil ja, okay. Also, ja, was heißt vorgeworfen? Also ja, das Gefühl habe ich nur. Du hast vorgeworfen hört sich immer so grässlich an, Alter. Ente, es ist immer ein und derselbe Move, dass er über andere Leute grübelt und nicht über sich redet, weil er sagt, nee, das ist ein Tabu. Aber er will darüber reden, was du für einen Bezug hast. Er will immer von sich ablenken. Deshalb immer das Kollektiv, die Jungs immer ablenken, die Kameradschaft, ja, meine Kennex, bla bla bla. Oder ihr. Dann ist das irgendwie so ein Kollektivbeschuldigen. Ja, nee, das ist deine psychische Störung. Junge, wie du dich artikulierst, daran erkennt man. Deine innere Haltung erkenne ich daran. Das ist für mich wie ein offenes Buch. Ja, dann ist doch schön für dich, wenn du mich lesen kannst. Nee, das ist nicht schön. Das ist peinlich, fremdschämend. Wieso? Wenn ich dich dann auch noch irgendwie Posaunen hier höre. Ich schäme mich auch manchmal für dich, für du Kroate. Alter. Ja, bei mir ist das Fremdschämen. Und ich habe kroatische... für dich schäme ich mich auch manchmal. Das spielt doch keine Rolle, die Nationalität. Ja, natürlich, was du für dummes Zeug manchmal sammelst, Alter. Was hat das mit einer Nationalität zu tun, wenn man dummes Zeug sammelte? Ja, da muss man auch so stehen. Das echt überall. Andi, geht's dir gut? Geht's dir gut? Bist du überfordert? Ich fand's dir gut hier. Ja, ich rauch jetzt einen. Also musst du echt viel Politik handeln. Ey, Daniel, wir beide haben noch gar nicht miteinander gelabert, Alter. Daniel, du bist süß. Ja, danke. Aber Andi, Joe, wenn ich dir eine Frage stelle, dann sag es vorher. Halt die Schnauze. Ey, Rabbit Baby, du Verräter, Alter. Du Verräterschweine. Judas. Hast du gehört? Shafi hat dich Judas geschimpft. Iskariot. Es ist so lustig, wenn so Lola. Aber das hat Shapy gesagt. Ich habe es nur verpackt. Ah, es ist so lustig, wenn so Lowlife Caps mich anbellen. Ich bin hier wegen meinem Freund. Wann lutscht denn der NWO wieder den Schwanz, Alter, in den neuesten Zeiten, Alter? Wann geht's wieder rund, Alter? NWO lutschen, Alter. Oh, Shippy, jetzt hast du mich aber gerade... Mama, komm, NWO... Eiskalt erwischt, du kleiner Hurensohn, Alter. Eiskalt erwischt, dass du... Ich bin kleiner Hurensohn, Alter. Bist du NWO? Ja, die NWO drückt sich mit solchen komischen... Was hab ich mit der NWO zu tun? Was hab ich mit der NWO zu tun, Alter? Echt? Cap Pfeiffer hast du rein. Alter, du machst es dir verdammt einfach. Nein, du machst es dir verdammt einfach. Du machst es dir verdammt einfach. Ich hab gehört, du hast Cap Pfeiffer bei dir in deine Wohnung gelassen, Alter. Das habe ich gehört. Ist das Tatsache? Ich habe das halber Olaf in meine Wohnung gelassen, du Idiot, Alter. Du hast die NWO bei dir in deine Wohnung gelassen, Cap? Da, Ravy. Ja, habe ich. Ich hab das halber Olaf in meine Wohnung gelassen. Soll ich aufzählen, wer alles in meiner Wohnung war? Und weißt du was? Und am Ende des Tages musst du dich fragen, warum du gefrontet wirst, Alter. Das hat doch nichts damit zu tun, wenn ich in meine Wohnung lasse, sondern mit deinem Charakter, du Schwanz, Alter. Da muss ich Raven recht geben, weil du hast Leute eingeladen, Shapy, und hast sie da nicht reingelassen. Das ist richtig mies. Du hast eingeladen, aber nicht reingelassen. Und das war Nadine und was weiß ich, wer da noch dran ist. Raven. Ey, Raven. Das ist aber, ey, also das ist schon so, ne? Also, ne? Das muss man mal klarstellen hier. NWO Schwanzlutscher. Ja, das ist Raven, oder wen meinst du jetzt? Raven versteht mich schon. Raven weiß, wie ich das mache. Achso, du meinst Raven. Okay. Ah, tut mir leid, NWO Schwanzlutscher, Alter. Seitdem ich in diesem Urlaub war,
War ich auch Teil der NWO, also von Anfang an. Ich war nie Schwanzlutscher, ja, ich war immer Teil der NWO. Aber jetzt bist du Schwanzlutscher. Immer ein Dreifachagent gewesen. Jetzt bist du NWO ist ja in Ordnung, Alter. Aber nicht Doppelagent, sondern Dreifachagent. Ey, jetzt bist du aber ein Schwanzlutscher geworden, Ravy Baby. Wie viele auch, ja, Alter. Raven? Ihr seid Schwanzlutscher von der NWO. Ja, der NWO, NWO ist ja easy, Shapey, Alter. Liegt aber nicht jetzt. Whistleblower, Shape, ich kann immer gerne meine Stirn, deine Nase brechen. Und dann frage ich dich nochmal, Alter, wer gibt dir denn Schutz, Alter? Wer gibt dir Schutz? Alter, dein Kumpel, der dich verarscht hat, Alter, der dich mit Koks verarscht hat, Alter. Schau sie dir an. Der dich mit Pep verarscht hat. Junge, du bist ein Opferchen, Shape, Alter. Halt deine Schnauze. Ja, ja. Hallo, Baby, ich küsse dich, Alter. Ich nehme dich in den Arm jetzt. Du denkst, du bist schlau. Ja, weil du denkst, du bist schlau, Alter. Du lutschst ihn sofort in den Arm jetzt. Alter, wenn du in einem Game, wenn du in einem Game einschneidest. Der hat Kniefall gemacht, hast du das gemerkt? Und schlägst du ein psychologischer... Ey, das ist ein psychologischer. Füße in die Spree, Alter, und kippen. Boah, richtig joint, Alter. Ravy, Baby, Ravy. Aber ihr denkt das... Ey, nehm ich dich irgendwie... Ey, Raven, wende dich ab. Ey, du hast dich ekelhaft verhalten. Ey, Shape, ich sag dir eins, Alter, du hast dich ekelhaft verhalten. Nehm ich nicht mehr Ravy, Baby, Alter, halt deine Schnauze. Ey, du ekelhaftes Stück Schleim, Alter. Ravy, Baby. Nein, ey, nett. Ich sag die Wahrheit. Nett war gestern. Du weißt, was ich meine. Du Baby, Baby. Ich weiß nicht, was ich meine. Baby, Baby. Ich dachte, du bist der Einzige. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Ich dachte, du verstehst. Halt deine Fresse, Alter. Ich verlieb zu dir. Ich dachte, du. Ey, die ganze Zeit habe ich gesagt, ey, Shape ist ein lieber Boy. Shape ist ein lieber Boy. Herr Apion, ey, man muss doch Augen Höhe halten, wenn man Respekt will. Dachte, so, aber wenn du ekelhaft zu mir wirst, wenn du ekelhaft zu mir wirst, das ist dein Move gewesen, das war doch ekelhaft zu dir, du kleiner Schmutz, Alter. Ey, Joe, das ist ein Alter. Ich komme gleich nach Berlin mit 9-Euro-Tickets und mit Köterrasse und jetzt treten wir voll in den Arsch. Nee, das geht ja nicht. Ich weiß, wo du wohnst, Baby. Als wenn es mir gefallen würde, dass du kleiner Kerl, niedergemacht wirst, hat mir nie gefallen. Als du eine Hybris entwickelt hast, als du auf Koks-Basis angefangen hast, rumzuballen, Alter, dann musst du dir an deine eigenen Eier fassen und musst sagen, ey, ich komm gleich vielleicht vorbei. Bin ich auch jetzt gerade selber schuld, Alter. Aber auf diese Kenntnis kommst du nicht? Christian, ich komme komm nicht vorbei. Guck mal, Christian, der hört sich sogar an wie so eine Hure. Guck mal, niemand hat gegen dich gefrontet, Alter. Shape, du warst ein lieber Boy, Alter. Shape, du warst ein lieber Boy, Alter. Aber auf einmal hast du eine Hybris, eine Koks-Arroganz entwickelt, Alter. Komm damit klar, dass du auch gehatet wirst, warum Alter. Nicht so auf, wenn du auf Koks Nase rumballst, hör mir zu. Wenn du auf Koks Nase rumballst, du kommst auch aus der Großstadt, ey, bleib doch mal cool, Alter. Naja, ich bin cool. Du bist nicht cool. Alter. Du bist uncool. Ich komme mit Köterrasse vorbei und dann trinken wir erstmal einen Kasten Bier. Ja, du lässt dich von jemandem fahren. Ey, nimm doch nicht Köterrasse. Ey, Alter, mit Köterrasse habe ich einen ganz anderen Deal. Mit Köterrasse bin ich cool, Alter. Warum brauchst du jetzt Köterrasse? Als ja, weil Köterrasse fahren kann, ey. Ja, aber Köterrasse kann ich ganz alleine cool sein, Alter. Köterrasse und ich, wir haben beide so Feuer. Weil ich nicht am Straßenverkehrsamt. Bleib doch mal locker, Alter. Mann, ich kann mit Köterrasse saufen, weil ich will. Ich brauch dann bleib doch mal locker. Ich brauch dich nicht dazu, du scheiß Idiot, Alter. Warum? Ich möchte mit dir aber gerne einen saufen, Alter. Ja, Sigi ist mal der Baller, Sigi ist mal das Arschloch. Alter, Junge, du, Schippi, du bist das Problem. Du und wenn du irgendwann mal erkennst, dass du selber
Warte mal, du mischst gerne mit ihm einen Soffen, bitte. Er hat dann gesagt, dass der Raven mit ihm einen Soffen will. Schippi, wenn du mal irgendwo erkennst, dass du die Fahne im Wind bist, dann ist dir schon viel geholfen, Alter. Wirklich, ganz ehrlich, Alter. Du hast mir noch niemals eine Fahne, eine Standarte gezeigt. Du hast noch niemals eine Fahne gezeigt, Alter. Wenn ich eine Fahne im Wind bin, du hast noch Mann, weil ich nicht auf Schwächere eindrösche, Alter. Verstehst du? Aber ich habe dir oft genug gesagt, dein Verhalten ist ekelhaft. Ich habe dir oft genug gesagt, dein Verhalten ist ekelhaft. So geht man nicht um. Karg das NWO-T-Shirt, Raven. Oute dich, Alter. Trag das NWO-T-Shirt. Verbünde dich mit diesen Gangstern und dann ist gut, Alter. Weißt du, das ist billig. Weißt du, Schippi, das ist absolut billig, weil ich mich mit Paolo verstehe, bin ich jetzt NWO. Ich war niemals NWO. Weil ich mich mit Andrew mal kurzzeitig und das ist ja auch Teil der Geschichte. Ich habe mich mit Andrew verstanden. Wir haben uns dann auch wieder nicht verstanden. Er war trotzdem Teil der NWO. Also mich jetzt so abzukennen. Ja, du hast heute damit rumgeprotzt, dass ihr das Berberfest gemacht habt. Ja, das war ja auch so. Ich fand das auch geil. Ja, aber ich finde das schändlich. So eine Scheiße. Wie kann man einen Menschen so durchs Leben jagen? Ich fand das damals alles klasse. Ja, ist so. Was ist denn los mit euch? Ich bin gerne ekelhaft. Aber was ich nicht verstanden habe, das war ein Event. Wenn du mit einer Frau einen Fetisch hast, es geht aber um Kontinuität und Loyalität, Alter. Ich habe zu der Zeit auch mit Kontakt gehabt, mega ekelhaft. Du hältst nicht zu Andi. Das ist so schwach, Alter. Das ist wie Schulhof. Er ist ein Nerd oder irgendwie so ein Outsider und alle treten und spucken ihn an und er muss jeden Tag überleben. Und wenn das Erwachsene macht, dann frage ich mich, was ist mit eurem Leben schiefgelaufen? Euch sollte man quälen. Dauernd unter, wenn ich. Joe, ich brauche keine zwei Sekunden, um dich zu die Hure des Aodorf zu machen, Junge. Das reicht nicht. Ich würde meine Fresse an deiner Stelle nicht so weit aufreißen. Nee, Junge, hört bitte. Auf damit, Leute. Also, das ist mir egal. Mach mich zur Hure, Alter, und ich mach Hausbesuch. Mach ich. Ja. Da kannst du mal machen. Was weißt du? Ja. Was? Was brauche ich dazu? Du weißt ganz genau, dass ich nur 2 Sekunden brauche, um dich zur Ruhe zu machen, du Fatze. Ja, nervt mich. Halt deine Schnauze, Alter. Und deine politische Korrektheit, Joe, obwohl du so politisch. Ich bin. Alter, halt einfach. Ey, hallo, ich habe meine Einstellung und die halte ich. Das ist meine politisch korrekt. Hey, und ich, was ich du für politisch inkorrekt hältst, das küsst doch dein Herz für deine liebevolle, herzliche Art, du kleiner heuchlerische Hurensohn. Hey, Raven, merk dir, ich habe gar keinen Bock auf Laber. Heuchler. Alter, ich baue mir jetzt gerade noch eine Tüte so und ich habe keinen Bock mit denen. Aber machen mir das nicht so schwer. Was gibt es Gutes? Guck mal, ich mag so und deshalb wäre meine Schläge. Ich mag Joe und deshalb werden meine Schläge nicht so hart reintreffen. Ja, nicht. Aber Joe, ich werde dich hart. Nicht auf meinen Nacken dich auf. Mann, Joe, du hast keinen Nacken, Alter. Du bist einfach nur ein Stück fett und lang, Alter. Ich hab einen Puckel, Alter. Ja, und du? Mann, ja, Junge, und wenn, wenn,
männlichste Dorfschalken, Alter. Ein Buckel, Alter. Aber kein Scheiß. Es gibt jetzt 32 Sekunden. Alter, ey, richtig. Du bist erledigt, du paar Schwanz, Alter. Vom Dorfwetter. Ey, weißt du, ey, wenn ich mit dir fertig bin, gibt's keinen Joe mehr. Dann gibt's nur noch eins. Du machst gar nichts, Alter, Ray. Alter, du machst gar nichts, du alter Mann jetzt mittlerweile. Hör mal auf, jetzt rumzulabern, Alter. Du hast die Verbrecher bei dir, Alter, das ist so geil. Du machst gar nichts mehr. Die Hurensöhne der Nation, die Hurensöhne. Ja, wir sind die Hurensöhne. Schwein. Schwanz, Raven, 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 Ra
Suat, ich sag du hast gerade ja, gesagt, ich bin ein Hurensohn. Und meine Mutter, ja, meine Mutter hältst du jetzt gefleckt hier raus. Jetzt werden Doppelstandards gesetzt wieder. Jetzt entschuldige dich dafür, dass du mich Hurensohn genannt ja, hast. Ja, Popo, das du ist ja kaputt. Du kannst dich beleidigen, du kannst mich beleidigen. Ja. Aber meine Mutter hältst du gepflegt raus. Entschuldige dich bitte. Danke, Nippel. Schäpi, entschuldige dich bitte. Ansonsten, Alter, ich mit dir andersrum, Alter. Alter, du hast gerade alle Hurensohn gesagt, Alter. Ich bin der Shapeshifter und so. Das was hast du alles gesagt, ey? Christian, ey. Also, das ist Hallo. Ich lasse euch gleich wieder rein. Ravi, wenn du schon mit dem Move kommst, lass meine Mutter da raus, dass du dich aber auch nicht mit Cap 5 treffen. Der Shapeys Mutter reingezogen hat. Egal wie scheiße Shapey gerade drauf ist. Danke schön. Auf die Flunder zurück. Alter, ich rede genau so dann wie mit du mir. Hörst das einfach, du hörst das einfach. Du hörst das ich rede einfach, genau so wie ey, du bist so dumm. Du bist so dumm. Wie du redest, du bist so dumm, wie du redest. Der einzige Intelligente ist ich habe vernünftig gesprochen. Daniel, du hast erst Joe und Andy. Ach, Rave, Alter. Ey, ich komme nach Berlin. Ich weiß, bis dato nicht. Mann, Mann, halt doch meine Schnauze. Dann streicheln, weil deinen rasierten Bauch, Alter. Deinen unrasierten Bauch. Alter. Mein unrasierten Bauch, Alter. Ich kann schon Bauch rasieren. Junge, ich hätte meins sagen. Ja, ey, die Jungs, die und du wirst, liebe. Ey, du wirst die Jungs, die liebe. Ey, du wirst es. Ey, du wirst du gehörst, du gehörst, du wirst es lieben, Alter. Du wirst, du Cap 5 besuchen wir auch.